Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Part dieses Tomb Raider Custom Levels. Alien Cave nennt sich das Ganze. Wir waren im letzten Folge, sind in der letzten Folge hier hingekommen, in diesem Bereich, wo ich habe gespeichert. Und schauen wir mal, was uns hier drin erwartet. Gegner keine, was natürlich gleich auffällt, ist das hier. Dieses Art Sternenzeichen, was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, was das darstellen soll. Irgendwas vom Weltraum aus. Ich meine, gut, wir sind in einem Alien Cave, dann wird ja wohl irgendwas mit Weltraum hier sein, was? Da ist was. Eine Leiter mit meinem Tomb Raider Blick ergattert. Da wollen wir natürlich hochkrabbeln. Klettern am besten. Was ist da drin? Secret? Oh, oh. Ach du Schande. Das ist Armbrustmunition. Da gibt es wieder verschiedene Varianten. Das ist Crossbow Explosive Ammo. Oh, scheiße. Ich habe die Armbrust noch nicht. Ich hoffe mal, die finden wir noch. Ich nehme mal ein Medikit. Weil ich nicht weiß, was hier für Gefahren lauern. Die größte Gefahr waren bislang eher die Alligatoren, was? Weil diese Skelette, die waren jetzt nicht so. Was haben wir hier Schönes? Ein Herrn Stein. Cool. Können wir eigentlich an denen so vorbei, oder? Nee. Gut, wie wird der Stein aktiviert? Oh, oh. Renn! Renn, verdammt! Renn! Was? Hier ist nichts! Nein! Es tut mir leid, aber die Kamera hat mir gerade ordentlich die Sicht versperrt. So eine scheiß Kamera. Warte mal. Dem Ganzen können wir doch bestimmt irgendwie zuvorkommen, oder? Ich weiß ja nicht. Jetzt gehe ich einfach hier raus. Und? Ich glaube, sie wird nicht ein zweites Mal aktiviert, oder? Nee. Ja, perfekt. Wo muss ich hin? Ah, da nach links. Okay. Ja, das war doch ganz simpel. Oh, schon wieder? Ist das wieder Explosive Ammo? Ja, tatsächlich. Oh, dann bin ich mir eigentlich sicher, dass wir dann an der Armbrust, wenn wir sie denn hoffentlich noch finden, dass wir daran noch... Ich sag mal, ist da unten jetzt was? Also, dass wir daran das Laser-Sight machen, weil, wie ich es ja schon gesagt habe, ich habe einmal im Walkthrough gelesen, dass wir unbedingt das Laser-Sight, also den Laser finden müssen, das Laservisier, für irgendwas, was weiß ich auch nicht. Eine Leiter. Wie gesagt, das werden wir dann sehen. Ich speichere ja mal ordentlich, also kann ja nicht viel passieren. So, noch ein Stein. Oh, es sieht ganz danach aus. Ich stelle mich mal auf den Stein drauf ein. Nee, aber gut, wir sehen ja da oben die Decke. Wo kommen wir jetzt hin? Wir gehen hier rauf. Und nochmal. Oh. Moment, stopp. Das waren zwei Laserschranken ohne Laser. Ich renne mal schnell durch. Renn, Lara! Ich war doch durch. Moment mal. Entweder ist das wirklich so eine Timing-Sache. Entweder ist es wirklich eine Timing-Sache. Nee. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie angehen, wenn man... Schau, ich warte jetzt mal kurz hier. So, und jetzt wäre ich ja schon viel zu lange. Gucken wir nochmal. Ja. Oh, Moment mal. Die waren vorher angegangen. Jetzt warte ich nochmal kurz. Jetzt gehe ich hier durch. Gehen die jetzt an? Wenn ja, dann ist es doch zeitgesteuert. Hm. Seltsam. Oder vielleicht durch hier irgendwas? Das ist ja interessant. Warte mal, ich würde gern wissen, was ist darunter? Weil wenn, dann laufe ich einfach durch. Weil ich würde gern hier davor stoppen. Soll ich das nochmal probieren? Oh! Ah! Nein! Lasst mich! Oh, scheiße, ich drehe mal lieber um. Ja, die Skeletten werden natürlich nicht von den Laserstrahlen. Ach, hier ist nichts. Doch, da ist ein Weg nach oben. Oh! Da unten lag noch mindestens eine Munitionsdings. Oh! Speichern. Nein, Pistolen, mit denen speichert man nicht. Wir gehen hier weiter. Ah, Revolver. Oh, und da liegt ja was. Ein weiteres
Moment mal, wo sind wir jetzt? Wir sind wieder im Hauptraum, allerdings auf anderer... Was haben wir da? Ist das wieder eine dieser Statuen oder was war das? Ach, Pharos Knoten. Okay. Hatten wir den nicht vorher schon mal irgendwo? Kommen wir von hier irgendwo hin? Nein. Aber es offenbart mir... Kommt man da hinten irgendwo hin? Man kommt von da oben raus. Ist hier unten irgendwas? Nee, da ist nur der sichere Tod. Den wollen wir natürlich nicht. Ja, dann gehen wir zurück. Aber ich frage mich, kommt man da hinten ran? Oder ist es irgendwie so, wenn ich jetzt wieder zu den vorherigen Stäben gehe, dass ich quasi so in Höchstgeschwindigkeit durch beide Stäbe durchlaufen muss? Und jetzt rückwärts? Oh Gott. Ich liebe es, irgendwo hinzuspringen, was ich nicht sehe, was da ist. Ich meine, okay, ich kam daher, aber... Ich will die Muni aufheben. Nein! Lass mir die Muni... Jetzt hör doch auf, mich zu boxen! Och nee, ist das euer Ernst jetzt? Was soll ich machen? Ey, das tut mir jetzt aber leid, aber das ist jetzt extrem unfair. Was soll ich denn jetzt hier machen? Sag bloß, das ist ja sowas, wo man, Hä? Na, ich würde ja gern... Ich würde ja... Wie komme ich denn hier runter? Ich kann ja nirgendwo hinspringen, versteht ihr? Hier... Ach so. Ja, ich komme hier runter, aber, Also, ich glaube, wenn ich hier auf dieses Schräge lande... Das sieht mir aber nicht richtig aus. Ich würde am liebsten fast nochmal versuchen, durch diese Dinge da zu laufen. Oh Mann, ich versch... Man brennt! Ich gehe 2 Spielstände zurück. Nein, 3. Ich will wissen, wo... Ob man da durchlaufen kann. Ja. Lauf! Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Lauf schon. Aber das sieht so aus, als wenn man da hin könnte. Versteht ihr? Lauf doch. Nee, ich bin nicht einmal... Ich bin immer gerannt. Nee, dann brauchen wir nicht. Dann gehen wir nochmal hier zurück. Ja, aber stopp mal. Hier, ich komme ja dann überhaupt nirgendwo mehr hin. Kann ich darauf oder brenne ich da auch? Ey, das ist doch... Was ist denn das jetzt? Ist das eine Falle oder was? Okay, gehen wir nochmal logisch vor. Da unten ist sicher der Tod. Hier ist nirgendwo Wasser und zurück kommen wir auch nicht mehr. Ist das hier außenrum irgendwie eine Leiter oder was? Ich kann auch mit einem Geradeaussprung nirgendwo hin. Na, die sind ja lustig. Moment mal. Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Man kriegt Zombies, beziehungsweise in dem Fall sind es ja diese Aliens, die kriegt man im normalen Tomb Raider-Teil mit Granaten beziehungsweise Explosivmunition. Vielleicht gehen dann die Fallen ja kaputt. Dennoch ist das Ganze... Ich habe noch eine andere Idee. Ich kann versuchen, den einen Typen... Ja, natürlich. Ich kann versuchen, den einen Typen hinter die Laserwand zu schießen und natürlich auch hinter der Laserwand ist ja ein größtes, man fällt ja da ein Stück und der Zombie müsste da kaputt gehen. Das ist mein letzter Hoffnungsschimmer. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form Sinn macht, aber ich habe ja die Armbrust nicht. So, dann warten wir mal auf die beiden. Ach, ich komme nicht durch. Ihr müsst leider da hinten hin. Ich muss warten, bis die hier ein Stück hinkommen. Was macht ihr denn da? Ja, eure Taktik ist super. Die müssen ein Stück hier... Oh. Ja, der ist unten. Oh.
Okay, perfekt, das sollte ich hinkriegen. Aber ob das was bringt, weiß ich nicht. Hey, seht ihr das da hinten? Da ist irgendwas. Und jetzt? Es bringt nichts. Oh, Moment, das gefällt mir nicht. Ich probiere noch eine Sache. Seht ihr mal da hinten in dem Loch? Da war doch vorher noch nichts, oder? Muss ich da irgendwas kaputt schießen? Würde Sinn machen. Ach nee, wo ist die Taste für? Moment, ich muss hier auf meinen Zettel schauen. Zielerfassung, L1. Oh! Oh! It worked! Ja, ist ja geil. Deswegen brauchen wir den Laser. Obwohl mit den Pistolen etwas vielleicht auch... Ach so, okay, cool. Jetzt können wir wieder zurück. Beziehungsweise hier runter. Moment, ich glaube, da verliert mein Leben. Ich probiere es mal mit. Ja, das sieht gut aus. Okay, wir sind weiter. Oh, ich dachte, ich hätte irgendwas vergessen oder verloren oder... Ja, verloren wohl kaum. Genau, da hinten. Da waren wir ja. Ah, ich könnte versuchen, da jetzt runterzukommen. Dann würden wir zu diesem Sternenbild mal kommen. Und... Juhu! Was verbirgt sich hier? Ach so, das Rutschparadies. Das habe ich absichtlich gemacht. Ich habe Lara zugedeckt. Ja, kein Problem. Wir gucken ja, wir erkunden ja mal diese wunderschöne Gegend. Nein, die ist nicht schön. Okay, weiter. Ich will nochmal darauf. Nee, das ist... Moment mal. Seht ihr das? Da ist ein Stecker. Ah, wie komme ich da hin? Ich will zu diesem Stecker. Das ist auch schräg da vorne. Da komme ich nicht hin. Da komme ich vielleicht mit dem Sprung... Moment mal da. Ah, okay, ich merke mir das da unten, da wo der Stein vorher kam. Da müssen wir hin. Muss ich mir unbedingt merken. Aber erstmal will ich wieder hier zu diesem... Das war ja an sich richtig. Moment. Mit diesem Sprung komme ich, glaube ich, genau... Ja, sehr gut. Guter Sprung, Lara. Und jetzt... Moment mal. Da oben ist ja auch so eine Leiter. Ich muss jetzt aber erstmal... Ja. Was ist hier? Muss ich irgendwas hier ins Sternbild schießen? Oder liegt hier irgendwas? Nee, vielleicht später. Jetzt gehen wir erstmal da runter, da war ja noch was. Ah, ich würde gerne diesen Stecker nehmen. Einen Steckplatz haben wir. Ah! Okay, ich verstehe. Wie komme ich jetzt hier wieder rauf? Okay, wir müssen... Ich glaube, wir müssen eh runter. Nein, ich wollte andersrum. Ah, wir verlieren Leben. Okay, wir müssen zu dem Ding, wo der Stein war und dann einfach die ganze Kacke hier nochmal machen. Das ist nicht schlimm, aber wir wissen ja, wie es weitergeht. Das motiviert ja in irgendeiner Hinsicht. Da kam ich her. Und hier kam der Stein her, das heißt... Hä? Fuck, wie komme ich hier hoch? Moment mal, stopp mal kurz. Ich weiß wie, okay. Ich muss nach oben, ich weiß, wie ich da hinkomme. Ja, ist gar nicht mal so schwierig. Genau, danke. So, hier ist der Stein. Ich muss jetzt da runter zur Schrägen. Oh, wie komme ich da hin? Nee, Lara, das ist der Tod. Aber das, Moment, ich habe, glaube ich, den... Ah, nee, passt. Wenn ich hier runter, wo komme ich dann hin? Dann ist das... Ja gut, der Tod kam jetzt nur, weil ich so wenig Leben hab. Nee, ich muss genau... Oh, das war der Plan. Und jetzt hier links rum und da war eine Leiter. Nicht? Oh, das kann nicht sein. Oder war ich jetzt so von überzeugt? Scheiße. Okay, Moment. Moment mal. Nein, Lara, ich will nur, dass du da mal nach oben guckst, während du... Von der anderen Seite kann man auch runterspringen, sich runtersliden lassen. Das ist der Trick. Hoffentlich. Ja, nochmal bitte laden. Von der Seite hier. Nee, das macht weniger Sinn. Oder doch? Ich probier's mal. Ach, das ist doch überhaupt nicht cool. Nee, das bringt nichts. Wie rutsche ich von da hinten runter?
Warte mal, war ich da? War ich denn über mir mal drauf? Ja, ne, da war ich. Moment mal. Ich will nochmal ganz runter. Wie komme ich jetzt am sichersten ganz runter? Ich habe eine Idee. Oh, die ist aber jetzt ganz schön wagemutig. Nein. Ja gut. Muss ich machen. Hier oben ist der Steckknopf. Das habe ich verstanden. Ach, Moment. Nee. Ich dachte, hier wäre eine Leiter. Alles gut. Ich muss von da oben runterrutschen und wir kommen ja, glaube ich. Okay, wir müssen mal ganz nach oben wieder. Lara, bitte ganz nach oben. Ich hoffe mal, das dauert jetzt nicht zu lange vom Weg her. Ich glaube, das ist der richtige Weg, aber... Dann lasse ich mal den 5417 und nimm den da. Der Trick ist nämlich, wenn wir ganz oben sind, glaube ich, kurz bevor wir in den Raum mit den Zombies kommen, Aliens, dann kann man sich da irgendwo runtersliden lassen. Und genau das ist der lange Slide zum Knopf. Denn schaut, wie weit wir hochgehen. Das würde für mich jetzt am meisten Sinn machen. Nee, Moment mal, da oben ist ja schon wieder das. Vielleicht, wenn wir hier hingehen. Aber da habe ich ja gesagt, da gibt's ja nichts. Scheiße! Wie mache ich das? Ich lade nochmal den 54er. Wisst ihr, wir müssen ja irgendwie da hinten hinkommen. Aber auch wenn ich den langen Slide gehe, dann bringt der mir nichts. Herr Lara, er hieft sich ja nicht dahinter. Das verstehe ich halt nicht. Scheißdreck. Was ist das da hinten? Da slidet man auch nur... Fuck, Mann. Ja, da hinten wollte ich erst hin, aber da bringt es ja auch nichts. Sag mal, wie komme ich denn da oben drauf? Ach, Mann, ey. Ich probiere nochmal das hier. So, hier. Vielleicht bringt es das, wenn ich jetzt einfach hier mal drauf gehe. Muss ja da irgendwie rauf. Es muss ja irgendeinen Weg geben. Warum kann Lara hier nicht rüber? Ich dachte, das ist eine Leiter. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz von hier. Ja, dann halt von hier. Oh Mann. Okay. Tut mir leid, ich sehe hier keinen Weg. Ich sehe keinen Weg hier hoch. Okay, ich probiere es nochmal von dieser Seite. Also mitgucken. Wir brauchen offensichtlich diesen Steckknopf. Das verstehe ich. Warte mal. Komme ich mit Anlauf da? Ja, das ist eine Möglichkeit. Das ist extrem riskant und da brauche ich, glaube ich, volles Leben. Aber vielleicht komme ich ja mit Anlauf da hinten hin. Das habe ich noch nicht probiert. Das wird schwierig. Wie viel Leben habe ich? Muss ich definitiv auffüllen. Vielleicht sogar ganz. Okay. Moment, da muss ich... Machen wir mal so. Nee. Aber, das war knapp. Das heißt, ich muss ein bisschen an Weg sparen. Ich muss hier im letzten... Moment, da gibt es so einen kleinen Trick. Moment. Geh mal so rüber. So, ich bin jetzt im letzten Moment gesprungen. Es hat funktioniert! Gut, kein Grund rumzuschauen. Der Trick ist ganz simpel. Kurze Pause. So, da bin ich wieder. Der Trick ist ganz einfach. Kann ich euch gleich mal demonstrieren. Den wusste ich auch lange nicht. Moment, ich will... Das ist diesmal der Saturn-Key wahrscheinlich. Schon wieder Mercury-Key. Weiß da keine Planeten mehr. Nein, was ich sagen will... Jetzt müssen wir wieder dahin, ne? Oh. Das kann ich ja unterwegs erzählen. Was ich sagen will ist, wenn Lara, sagen wir mal, wir müssen jetzt über diese Kante springen und wollen den möglichst geringen Weg, dann gehen wir einen Schritt zurück und dann
ein Vor- und dann gleich springen. Das macht sie in einem Zug. Sie geht also einen Schritt und springt dann. Und das Springen ist dann wirklich ein Springen im vollen Anlauf. Und somit kommt man noch mal ein Stückchen weiter. Und deswegen habe ich es auch geschafft. Cool, was? Voll die Pro-Tipps. Hacker-Life. 420. Nein. Der war ja fast, der war ja vor ein paar Tagen der 20.4. 420. Okay, nein, wir bleiben wieder hier bei dem Spiel. Das weiß ich natürlich nicht mehr. Weil, die Uhr wird hier nur angezeigt, wie lange ich aufnehme. Aber ich habe ja gerade eine Pause gemacht, dann wird sie wieder zurückgesetzt. Scheiße. Ja, da muss ich halt raten. Gut, wir haben den Mercury Key, sind jetzt wieder hier. Und können dann wieder nach... Wohin müssen wir denn? Hier runter, genau. Nochmal speichern. Immer schön speichern. Ein Sprung genügt hier. Hervorragend, das verlernt man nicht. Und auch hier geht's lang. Was macht der Key? Ich habe jetzt eigentlich keine wirkliche Tür im... Oh fuck, jetzt passiert irgendwas Lustiges. Oh, was ist das denn? Och, ihr Penner. Sorry dafür. Jetzt sieht man das, ne? Gut, nein. Wie gesagt, ist egal. Wir öffnen... Ach so, natürlich. Immer noch keine krassen Alien-Viecher. Na gut. Ja, ist ja gut so. Also, was beschwere ich mich denn? Ich nehme trotzdem meine Schrottflinten. Wo war das nochmal? Achso, hier hinten jetzt, okay. Gut, wir öffnen die große Tür. Und was erwarte ich? Nichts. Also, oh shit! Holy crap! Cooler Lichteffekt und gruselige Alien. Ich werde so geblendet. Was soll ich machen? Es tut mir leid. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ah, dieser Wichser. Es tut mir leid. Nein, es ist nur sehr hell. Gut, Taktik 1, hier runter. Ich habe keine zweite Taktik. Oh, Moment mal. Sterbe ich? Ja, Lara brennt wegen Atommüll. Diese verdammten Aliens. Gut, aber hier war noch was. Ach so. Ja, okay. Wir können wieder hier rüber. Diese ganzen Alien-Texturen sind wirklich unheimlich. Ah, hier müssen wir... Ich hoffe, hier müssen wir diesen... Oh, Gott sei Dank. Und was passiert jetzt? Ah, es wird uns ein Weg offenbart. Wahrscheinlich ist der giftig. Nein. Aber da können wir, glaube ich, hin. Moment, hier rechts ist auch noch was. Das möchte ich natürlich nicht hier lassen. Hoffentlich ist es die Armbrust. Es ist... nichts. Ein Weg nach oben. Was ist denn hier? Ah ja. Gut, das ist eine Leiter. Ich dachte schon. In Ordnung. Dann gucken wir mal. Ach, Stein... Bitte nicht. Danke. Oh. Was ist das jetzt hier? Leiter? Nein! Ach, da kommen wir hier rauf. Ah ja. Na gut. Ist auch eine Methode, ne? Wie man da rüberkommt. Ja. Okay. Wir gehen weiter. Ja. Das ist ja interessant. Überleg mal, man will da rüberspringen und dann... Das ist wieder so eine Falle. Man denkt, okay, jetzt kann ich vom Ursprungspunkt aus dahin jumpen und dann ist nichts mit Jumpen, sondern eher mit Lampen. Ach, ich habe nichts auf einen Reim auf Jumpen gefunden. Wir müssen wieder nach oben mit dem Speichern. Was erwartet uns in der Mitte? Da sind zwei Türen, drei. Wie, hier liegt nix. Oh oh, seht ihr das da oben? Das sind wieder so Fallengesichter. Ich glaube nicht, dass das hier richtig ist. Beziehungsweise, dass das der richtige Weg ist. Wir gehen mal hier lang.
Öffnet sich nichts. Ja, aber ich muss. Oh Mann, diese Lampen. Oh. Muss ich hier irgendwas. Irgendwas abschießen? Da hinten rechts ist auch was. Vielleicht kann ich mich da hinhangeln. Es würde Sinn machen. Beziehungsweise es sieht machbar aus. Aber da hoch will ich auf jeden Fall nicht. Hui. Nein, nein, nicht hoch. Alles gut. Geh hier lang und. Das geht nicht. Okay. Dann weiß ich es nicht. Müssen wir auf diesen blauen Stein da schießen? Kann ja sein. Vorhin hat es ja auch geklappt. Nee, vorhin war das ja was ganz anderes. Moment, ich habe eine andere Idee. Oh, das sah machbar aus. Nicht? Scheißdreck. Ich will da hoch. Ich glaube, das geht. Moment. Sind wir genau drunter? Ja. Nee, ist kein. Ist kein. Okay. Dann ist es entweder 50-50 oder wir müssen. Moment, ich schieße das mal ins Auge. Nein, wieder falsch. Hm. Nee. Hier irgendwas zum Schießen? Moment mal, da hinten seht ihr das? Also hier. Ah, hier ist was! Es hat sich die Tür geöffnet. Ja! Ja, hervorragend. Da gehen wir durch. Kurze Pause. Back in action. Ah, da kommt so ein Stern wieder rein. Wo soll ich den denn herkriegen? Ach du Scheiße. Lara, kannst du nicht noch einen rausnehmen, wo du ihn damals eingesteckt hast? Scheiße. Ja, dann muss ich mal gucken, gibt's hier noch irgendwas Nettes zum Abschießen? Da oben? Nö. Kommt man da irgendwie hin? Nee, ne? Moment, hier hinten ist doch bestimmt so ein Loch. Ja, natürlich. Gut, dass es so viel. Boah, jetzt habe ich mich kurz zweimal verklickt. Krass. Da liegt der Stern. Lustig, und dazwischen sind andersfarbige Markierungsplattformen. Was passiert? Oh, nichts. Okay. Gut. Was ist denn das da hinten? Was ist denn das? Das kenne ich aber nicht, das Teil. Was ist denn das? Ein Pharao hier oder was? Was? Es tut mir leid, aber ich. Der Gegner kommt aus dem originalen Tomb Raider Teil. Kann man die mal kaputt machen? Gehen die kaputt? Es sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Doch! Gut. Ein schwieriger Gegner. Aber nicht zu schwierig für uns. Oh, da ist die Armbrust! Ich hab sie gefunden! Gut. Ich hab die Armbrust, das heißt. Oh, hier ist auch noch Muni. Ist das wieder Action? Ich meine. Ich werd auch mal. Nein. Hier, separate. Ich werde das mal mit der hier kombinieren. Da ist auch Normal Ammo, okay. No. Nein. Doch nicht mit dem Revolver, was ist denn das dann für eine Armbrust? Okay, wir speichern und jetzt können wir drüben die Dinge einsetzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der stärkste Gegner bisher. Der hat ordentlich ausgehalten. Gut, dass wir die ganzen Schrotflinten-Munitions eingesammelt haben. Was öffnet sich jetzt? Wahrscheinlich die Tür hier links, oder? Aber was ist mit diesem Hauptgang da noch? Hand des Sirius! Oh. Wieder so ein Penner. Wir können natürlich ausweichen. Ich sehe nichts. Das war's. Wie, hier ist nichts. Hier ist nichts. Boah, ist das kacke.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo geht's denn jetzt weiter? Bitte, die Tür ist offen. Sie ist tatsächlich offen. Das heißt, der Gang war... Das ist so unfair. Nur Schrotflintmunition verballert. Na, ich habe noch 70 Schuss. Das ist mehr als genug. Penner! Ich behalte die auch gleich mal. Ich glaube, jetzt kommt der ernste Teil. Oh. Die Musik. Was ist das für eine Musik? Das ist doch eigentlich nur so eine Musik, wo man... Wo jetzt so ein irgendwas Krasses auftaucht. Oh. Oh, fuck. Da oben ist irgendwas. Hier ist noch ein Leben. Oh, oh. Habt ihr das da oben gesehen? Das sieht nach so einer Kommandozentrale aus. Oh, das gefällt mir nicht. Alter. Was ist das? Oh, shit. Nein. Was ist das für ein Raum? Dahin. Das ist jetzt aber beeindruckend. Der hat die ein bisschen zu früh eingesetzt, die Musik. Ich hätte sie jetzt eingesetzt. Dennoch, was soll ich hier machen? Oh shit, oh shit, oh shit. Hui, ja. Ach so, Leiter. Knochenleiter. Wir gehen da noch hoch, gucken uns noch mal ein bisschen um. Und dann war es das auch schon für diese Folge. Gucken wir mal. Ja. Alter, krass. Sind wir im Welt. Oh nein. Da ist wieder so ein Penner. Der schießt wieder. Hör auf. Nein. 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 Okay. Muss ich Rückwärtssalto machen? Sieht so aus. Der ist da oben auf der Plattform. Okay, ich weiß Bescheid. Das ist aber Part für das nächste... Ja, nee, das ist Stoff für den nächsten Part. Der ist genau über uns. Wir müssen mit dem Rückwärtssalto drauf. Ui. Na gut, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Mal gucken, was in der nächsten Folge passiert. Mehr als spannend, sag ich euch. Bis dato würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, Freunde. Macht's gut.